Hallo zu diesem neuen Video. Dieses Video, dazu müssen wir echt mal sprechen. Und zwar geht es heute, wie ich schon aufgeschrieben habe, Abrechnung und die Einkommensteuererklärung oder Steuererklärung allgemein. Das ist ein Thema, das gibt echt viel dazu, was unklar ist. Auch bei uns, bestimmt am Anfang haben es 95%, also 90 garantiert, 95% aller Eigentümer haben das Thema immer falsch angepackt. Und es gibt da echt eine gewisse wenig Verständnis oder es gibt einfach einen Punkt, wo wir darüber sprechen müssten. Also zunächst einmal, die Einkommensteuererklärung, diese ist fällig, immer im nächsten Jahr. Das heißt, ich lasse ein Jahr ablaufen, im Folgejahr ist sie fällig. Es war zunächst Ende Mai, jetzt ist Ende Juli. Außer wenn ich das über einen Steuerberater oder über einen Lohnsteuerhilfeverein oder ähnliches mache, dann habe ich bis zum 28.02. des übernächsten Jahres Zeit dazu, die abzugeben. So, dazu den Abgabefristen. Abgabefristen übrigens sehr, sehr wichtig. Das Finanzamt versteht da keinen Spaß. Wenn man verpflichtet ist, seine Steuererklärung abzugeben, dann wird man auch nicht vergessen oder so. Und ich glaube, es gibt Verspätungszuschläge, die sind schon, die können wehtun. Pro Monat mindestens 25 Euro. Beträge werden verzinst, also sprich, müsste ich nachzahlen, werde ich, glaube ich, 5% am Basiszins nochmal dazu als Zinsen veranschlagt. Also von daher, es ist keine gute Idee, eine Steuererklärung nicht abzugeben, wenn es muss. Aber der Kern der Frage ist ja eigentlich, wie gebe ich die richtig ab in Sachen der Abrechnung? Wir machen wieder eine ganz einfache Übung. Ich habe hier einen Zeitstrahl, das ist mein Kalenderjahr. In diesem Jahr habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal mein Hausgeld bezahlt. So, das heißt, ich habe 12 Zahlungen auf 12 mal, ich sage einfach mal 200 Euro. Dazu habe ich aber noch Folgendes. Ich habe unterjährig immer eine Abrechnung gekriegt. Diese Abrechnung ist egal, für welches Jahr die war. Das Entscheidende ist der Geldfluss. Beim Finanzamt, ähnlich mit der WG-Abrechnung, zählt ganz streng Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in 2020 meine Erklärung abgebe, dann interessiert hier das Jahr 2019 und zwar hier der 1.1. bis zum 31.12. Alles, was ich in dem Zeitraum verdient habe, Einkommen aus selbstständiger Arbeit, nicht selbstständiger Arbeit, Erträge, Kapitalerträge, Anlage V, Vermögen oder V&V, alles, was in diesem Zeitraum geflossen ist, muss ich erklären. Das heißt also, die Abrechnung 2020, die hängen viele in die Abrechnung 19 mit rein. Das ist aber falsch. In 2019 habe ich sehr wahrscheinlich zu 99% das Ergebnis aus der Abrechnung 2018 gehabt. Weil in der WG-Abrechnung ist es genauso. Ich lasse ein Jahr komplett ablaufen, mache dann am 31.12. ein Foto und dann erkläre ich, was an Einnahmen und Ausgaben passiert ist. Das passiert zwangsweise beim Folgejahr. Anders kann ich es ja nicht. Ich müsste uns die Zeit überholen, brauche ich eine Zeitmaschine. So, das heißt hier, ich setze einfach mal am 30.06.2019, ich hoffe, das kann man lesen, habe ich jetzt mein Ergebnis. Es ist auch egal, was ich für ein Ergebnis habe, weil ich habe immer ein Ergebnis. Entweder habe ich eine Nachzahlung und Guthaben. Es ist völlig egal. Ich muss das bei der Steuererklärung mit angeben. Ich setze einfach mal, ich habe jetzt ein Guthaben von 100 Euro. So, das heißt, ich müsste in diesem Fall bei der Steuererklärung 2020 erklären, mein komplettes Hausgeld für 19 plus das am 30.06. geleistete Hausgeld aus der Abrechnung 2018. In dem Fall Ergebnis und so weiter ist ja komplett egal, darum geht es jetzt ja gar nicht dabei. Es geht nur ums Verständnis dabei. Es ist halt so, dass ich bei der Abrechnung 2020 das Jahr 19 für Finanzamt erkläre. Und da habe ich Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, was ich über 19
übers Konto gelaufen ist. So kann man es ganz einfach machen. Kontoauszug vom Mietenkonto einfach nehmen, jeden einzelnen Betrag erklären. Das war's. Mehr ist das nicht. Das heißt also, die Abrechnung 2020, alle Einnahmen, Ausgaben 19 erklären und ich bin fertig. Das ist eigentlich total simpel. Die meisten denken aber, in der Abrechnung 19 kommt die Abrechnung 20 rein. Und deswegen rufen die meisten schon im März an und fragen, wo ist meine Abrechnung? Ich muss meine Steuererklärung machen, weil ich bin bald im Urlaub und ich weiß nicht, was auch immer. Ist falsch. Wie gesagt, Zufluss-Abfluss-Prinzip, alles, was in dem Jahr, im Vorjahr gelaufen ist, einfach erklären. Kleiner Zusatz noch dazu. Wir haben jetzt in dem Fall ein einfaches Objekt, wo Abrechnungszeitraum gleich Kalenderjahr ist. Das heißt, mein Abrechnungszeitraum 1.1.2.12. Es gibt auch Gemeinschaften, die haben kaputtes Jahr, kaputtes Abrechnungszeitraum. Da ist der Wirtschafts- oder Abrechnungszeitraum von mir aus der 1.4. bis zum 31.3. Ne? Wäre aber da auch egal, weil das Finanzamt interessiert sich, wie gesagt, nur für das Fiskaljahr im Vorjahr. Das heißt also, auch da ist Abrechnungszeitraum komplett egal. Ich habe, wie gesagt, am einfachsten ist es, ich nehme meine Kontoauszüge vom Mietenkonto, wenn man getrennt ist, wenn nicht, muss man das eigene Konto ausrollen. Und dann gehe ich hin und ich mache einfach vom 1.1. bis zum 31.12. schreibe ich jede Einnahme und Ausgabe auf. Und das ist im Prinzip schon alles, was ich für die V&V brauche. Mehr ist das gar nicht. Viele verstehen es falsch. Ich hoffe, dass man mit diesem Video das einmal verständlich und deutlich erklärt wird, weil das macht einem das Leben deutlich leichter. Und zum anderen, man erklärt auch falsch. Finanzämter, ich weiß nicht, ob die es nicht merken, ob sie es einfach nicht prüfen, aber sie dürften gar nicht, dass die Abrechnung aus 2020, die sie ja erst im nächsten Jahr zwangsweise übers Konto laufen haben, dürften sie hier gar nicht reinnehmen. Weil das einfach nicht Abrechnungszeitraum ist. Ist also daher eine Falscherklärung. Das nur so die Gedanken dazu. Wenn Sie dazu Fragen haben, wir sind keine Steuerberater, wir dürfen nicht beraten, wir wollen auch gar nicht beraten. Wenden Sie sich da bitte gerne an den Steuerberater, der wird das nochmal genau erklären, was Zufluss-Abfluss-Prinzip und das Fiskaljahr ist. Wie gesagt, ein Steuerberater ist ja erstmal eine gute Anlaufstelle dabei. Unser Hinweis ist nur einfach Zufluss-Abfluss-Prinzip einfach anwenden, dann ist man auf der sicheren Seite. Ich hoffe, das Video hat soweit geholfen und ja, Sie erklären demnächst einfacher und sauber Ihre Einnahmen und Ausgaben.